lassen wir es einmal ein bisschen brennen und schauen, ob, wo, wann, wie schnell passiert. Also, wer reinsieht, sieht jetzt, dass da links langsam aber sicher es zu brennen beginnt. So, also jetzt ist es leider Gottes passiert, dass der Frischbaum zu brennen begonnen hat und es geht dann relativ schnell und jetzt klingt natürlich der Notruf, bitte helft mir, mein Frischbaum brennt, es geht die Sirene los und da wird auch dann schon die Feuerwehr alarmiert. Das heißt, durch das Alarmieren sind wir dann in einer Zeit von ca. 5 bis 10 Minuten, wo die Feuerwehr dann anrücken kann und auch dann den Löschangriff vornehmen kann. Jetzt ist man schon außerstande, diesen Lichtbaum in irgendeiner Art und Weise selber noch zu löschen. Man muss es nur schauen, was auch aufpassen wird. Das heißt, wenn das jetzt ein geschlossener Raum ist, dann hat man noch kaum die Möglichkeit, da drinnen noch zu atmen. Und jetzt würde ich sagen, wird hoffentlich alarmiert und kann abrücken. Wenn sich das jetzt anschaut, jetzt kann der Rauch nach oben weg. Wenn dieser Rauch irgendwann drinnen bleibt, dann hat man nichts anderes, als wir unten dann einen Backdraft. Das heißt, dass der Rauch oben total erhitzt. Und wie wir sehen, wenn man es dort so begehrt, es wird eine Wärme, die ist kaum auszuhalten und die Couch kann in 0,x dann eben reagieren. Das heißt, die Feuerwehr rückt an. In der Regel ist es so, dass dann der Atemschutztrupp bzw. die Feuerwehr, der Einsatzleiter, sich das Ganze ansieht und dann schaut, dass er es in den Griff bekommt. Das heißt, er teilt das Ganze ein und sofort mit dem HD vor. Wir haben jetzt da schon mehr oder weniger einen Vollbau des Gebäudes. Und man merkt schon, wie schwer und wie heiß das Ganze jetzt wird. Wir haben jetzt ungefähr 60 Grad, wenn man jetzt... 60 Grad, wenn man 200 Meter hinsteht. So, und jetzt geht der Artenschutz vor, dass er sich die Tiere anschaut und natürlich erst hofft, dass er so schnell wie möglich das Ganze machen kann. Das heißt, die Tür wird hier offen geöffnet und jetzt kann die Feuerwehr eindringen und kann langsam hoffentlich den Brand unter Kontrolle bringen. Die Tür war natürlich geschlossen, es wurde kurz gekühlt an der Decke, dass man nicht einen Vordringen hat. Der Löschtrupp wird langsam vordringen, das heißt, jetzt erfolgt die Löschung des ganzen Brandes langsam. Und jetzt sind wir mit diesem Rauch, der was jetzt kommt, das ist Wasserdampf, der was natürlich im Zusammenhang mit der sehr großen Hitze passiert. Der Einsatzleiter hat das Ganze immer unter Kontrolle und schaut sich natürlich das Vorgehen. Da gibt es natürlich Belüftungsgeräte, wo dann die Feuerwehr jetzt nachschauen kann und den Brandherd ausmacht. Das heißt, Brandhelme werden herausgenommen. Mit dem Belüftungsgerät kann man dann weiterschauen und jetzt gibt es auch die Wärmebildkamera, wo in diesem Raum weiter nachgeschaut wird, ob es noch Wärme quillt.
gibt, beziehungsweise wo man noch etwas machen muss. Es gibt die Nachlöscharbeit, wie man so schön sagt. Aber wie ihr es gesehen habt, das Ganze, das waren jetzt Dimensionen, wo es einen Brand gegeben hat. Wo man dann, man hat es gesehen an die Reaktionen, wo man immer gern weiter zurückgeht. Jetzt einmal einen riesen Applaus für die Feuerwehrbullen, die was dann, obwohl es eine extreme Hitze war, die das recht schnell und sauber dann über die Bühne gebracht haben. Ich wünsche niemandem, aber schon überhaupt niemandem irgendwann, dass es bei Ihnen daheim brennt. Aber sollte es so sein, dann gibt es die Feuerwehr, die muss natürlich alles in ihrer Macht stehen tun, um den Schaden so gering wie möglich zu halten. Und bitte an dieser Stelle ein Appell, seid vorsichtig, dort aufpassen mit offenem Feuer, dort aufpassen mit Kreuzen. Fischbäume, auch die Adventgrenze sind immer wieder ein Thema. Überall, wo es offenes Feuer gibt, besser weit wie möglich unter Kontrolle halten, bitte, beziehungsweise die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, dass alles soweit in Ordnung ist. An dieser Stelle, wenn der Rachau geht, natürlich ist unser Abschnittskommandant, der Martin, auch da. Martin, hast du ihn auch gesehen, die Flauling, dass du recht, da muss ich hochkommen. Herzlich, ein herzliches Grüß Gott, Holbert Martin, nett, dass du da bist. Ein Applaus für unseren Martin. Dass man immer so sinken muss, dass der kommt. Ja, kommt, stimmt, nein, gut. Jetzt weiß ich mich persönlich, natürlich. Ich kenne ihn ja immer noch als Aufstiegskommandant. Herr Bündniskommandant, der Vertreter. Es ist eine Ehre. Martin hat uns gesagt, solange der Reicher wird, kommt bei Gau. In welcher Form auch immer. So. Das war jetzt die Vorführung der Feuerwehrbullen. Natürlich ist es mit dem Löschen alleine nicht getan. Es gibt noch Aufräumungsarbeiten,